Sightseeing-Seidel. Bad Waltersdorf ist mein nächster Tourstopp bei der Sightseeing-Seidel-Tour. Die Gemeinde aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist vor allem für zwei Dinge weltbekannt. Die H2O-Therme und die Heiltherme. Was aber Bad Waltersdorf noch so drauf hat, das schauen wir uns jetzt an. Wenn man durch Bad Waltersdorf fährt, dann fallen einem die wunderschönen und fallen vielen, vielen Blumen ein. Hier der Blumensteg, dazu ein Blumenwanderweg. Und dafür verantwortlich zeigt sich die Susi Haas, die Blumenfee. Du, wann beginnt dein Arbeitstag bitte? Ja, eigentlich um 7 bis 5 Uhr, aber ich bin eigentlich 7 Tage die Woche hier im Dienst. Merkt man, es ist wunderschön. Das gibt es nur hier in Bad Waltersdorf, Europas größten Waldseilgarten mit 34 Bahnen. Ich stehe hier auf 10 Metern Höhe und es geht auf bis zu 20 noch rauf, also der absolute Mega-Wahnsinn. Und das Lustige ist, man kommt relativ schnell runter und da nehme ich euch jetzt mit. Neben Bogensport ist vor allem ein Sport in Bad Waltersdorf einzigartig. Hier in Österreich der einzige Blasrohrparcours in Bad Waltersdorf. Liebe Heidi, auf was kommt es beim Blasrohrschießen drauf an? Also erstens muss man super gute Luft haben, immer gleichmäßig reinblasen und es ist egal wie alt das man ist und gescheit fokussieren und dann wird man treffen. Dann schauen wir uns das jetzt an, ob ich auch was triff. Eine weitere Attraktion hier in Bad Waltersdorf ist der Campingplatz von der Gerti und von Franz. Ihr habt nicht nur Campinggäste, ihr habt auch hier geführte Touren durch die ganze Region mit euren Oldtimern. Lieber Gerti, ihr nehmt das richtig ernst. Ja, gern. Wir fahren natürlich gern mit unseren Oldtimern. Ihr seht da an Mercedes O321, H-Baujahr 65. Dann natürlich unser ganz tolles Stück, unser Oldibus, der Steirer Diesel, Cabrio, Baujahr 49 und natürlich auch der D1-Bus, wo man gern Ausflug macht mit unseren Gästen. Und die Zeitreise, Franz, die nehmt sie richtig ernst? Ja, natürlich. Bei uns wird nur Musik aus den 60ern drinnen gespielt. Wir fahren im Outfit von den 60ern. Das ist immer ganz eine gemütliche Sache. Waltersdorf hat übrigens jeden Tag im Sommer etwas Besonderes zu bieten. Am Dienstag zum Beispiel Segway fahren. Da ja, erkundet man den ganzen Ort mit dem Segway. Viel Spaß. Sightseeing Seidel.